In den ersten Monaten des Jahres 1955 erreicht die politische Auseinandersetzung um den Eintritt der Bundesrepublik Deutschland in die Westeuropäische Union und in die Organisation des Atlantikpaktes ihren Höhepunkt. Die Sitzung ist eröffnet. Im Deutschen Bundestag stehen sich Anhänger und Gegner der Pariser Verträge gegenüber. Auch für uns Sozialdemokraten steht fest, dass wir mit der Wiedervereinigung Deutschlands nicht etwa die 50 Millionen Bewohner Westdeutschlands und Berlins in das Zuchthaus der Sowjetzone einsperren wollen, sondern dass umgekehrt die Wiedervereinigung Deutschlands bedeuten muss, dass sich für die 18 Millionen Landsleute in der Zone die Tore zur politischen Freiheit öffnen. Vor allem gehen die Meinungen bei jenen Problemen auseinander, die mit der Übernahme militärischer Leistungen in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der internationalen Verträge soll die Bundesrepublik der europäischen Verteidigung 500.000 Mann zur Verfügung stellen. Sprecher aller Parteien fassen in den Schlussdebatten noch einmal ihre Ansichten in grundsätzlichen Erklärungen zusammen. Regierungskoalition und Opposition ringen miteinander um Verständnis für ihre Haltung. Wenn Herr Erler sagt, so geht Russland wisse ja, doch, dass wenn es irgendetwas tue, das eine sofortige Reaktion bei den Vereinigten Staaten auslösen würde. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte eben, dass keiner von den beiden etwas tut. Und deswegen, meine Damen und Herren, möchte ich dafür eintreten, dass dieses Deutschland, das nun mal mitten dazwischen liegt, den Einfluss als souveräner Staat bekommt, um dem Frieden zu dienen. Mit Entschlossenheit antwortet Erich Ollenhauer, der Vorsitzende der SPD. Die Ratifizierung der Verträge wird keines der Probleme lösen, vor die wir gestellt sind. Weder die Wiedervereinigung, noch die Sicherheit, noch die SAFA. Aber diese Verträge werden möglicherweise die Gefahren vergrößern, die für die Einheit unseres Volkes und für den Frieden in Europa und in der Welt bestehen. Mit tiefer Anteilnahme verfolgen die Vertreter der Presse auf der Tribüne und das deutsche Volk an den Lautsprechern die Erklärungen der Abgeordneten. Wir werden nie und nimmer auf ein anderes hohes Gut verzichten. Das ist die Freiheit. Und wir werden gut daran tun, den Gedanken an dieses europäische Werk trotz aller Wechselfälle der Geschichte der letzten Jahre nicht aufzugeben, sondern in jedem Rückschlag umso energischer und umso zäher darauf zu beharren.
Am 27. Februar 1955 entscheidet sich der Deutsche Bundestag mit 314 gegen 157 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die Annahme der Vertragswerke. Sie geben der Bundesrepublik die Rechte eines souveränen Staates und beenden die 10-jährige Besatzungszeit. Mit diesen Rechten erwachsen jedoch auch Pflichten. Von nun an beteiligt sich die Bundesrepublik am gemeinsamen Schutz Europas. Werden die Bundesminister vereidigt und leisten vor dem Bundestag den soeben verlesenen Eid. Ich bitte Sie, die rechte Hand zu erheben und mir die Formel zur Verpflichtung auf diesen Eid nachzusprechen. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers ernennt der Bundespräsident den Sicherheitsbeauftragten Theodor Blank am 7. April 1955 zum ersten Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Nach seiner Vereidigung vor dem Parlament empfängt Minister Blank nun aus der Hand des Bundespräsidenten seine Ernennungsurkunde. Damit liegt eine schwere Verantwortung auf den Schultern des 50-jährigen Mannes. Am 12. November 1955 ernennt der neue Verteidigungsminister die ersten Offiziere der Bundeswehr. Unter ihnen Generalleutnant Adolf Heusinger und Generalleutnant Dr. Hans Speidel. Vor den Augen der Welt, verkörpert durch Hunderte von Pressevertretern, wendet sich Theodor Blank zum ersten Male in aller Öffentlichkeit an seine Mitarbeiter. Auch bei ihnen liegt nun die Verantwortung für den Wert der neuen deutschen Soldaten. Auf ihre Entschlossenheit und innere Festigkeit bauen die Vertragspartner der Bundesrepublik ebenso wie auf ihre eigenen Divisionen. In der Demokratie hat die politische Führung den Vorrang. Das Amt des zivilen Staatssekretärs im Verteidigungsministerium entspricht diesem Gesetz einer demokratischen Ordnung. Soldaten und Beamte sind gemeinsam Diener des Staates. Staatssekretär Dr. Rust und seine Mitarbeiter im Hollerithraum des Verteidigungsministeriums. Jahrelanges Sichten, Prüfen und Ordnen tragen hier ihre Früchte. In Sekundenschnelle bringt die Maschine die Unterlagen für schwierige organisatorische Aufgaben. Aus Karteiblättern wächst geordnetes Leben. Zu Beginn des Jahres 1956 rücken in den Standorten Nörvenich, Wilhelmshaven und Andernach die ersten Freiwilligen ein. Nach dem Willen des Parlamentes sollen zunächst aufgrund des sogenannten Freiwilligengesetzes 6.000 Freiwillige den Grundstock für die Bundeswehr bilden. Es sind altgediente und erfahrene Soldaten darunter und junge Männer, die soeben die Schule verlassen oder die Lehrzeit beendet haben. Ruhig und selbstverständlich beginnen sich die neuen Lebensformen zu entwickeln. Alle müssen sich erst zusammenfinden. Aber der gute Wille ist vorhanden. Das Bewusstsein des persönlichen Wertes gibt jedem Einzelnen Gelassenheit und Selbstvertrauen. Alte und junge Soldaten sind kaum voneinander zu unterscheiden. Dabei ist es nicht allein die Uniform, die sie verbindet, sondern auch die Bereitschaft, sich für eine gemeinsame Aufgabe einzusetzen. Mit der Grundausbildung beginnt das militärische Training aller Armeen. Dabei spielt heute der Sport bei der Ausbildung ebenso wie in der Freizeit eine große Rolle. Er macht die Soldaten frei und gelöst und lässt sie zusammenwachsen. Außerdem werden manche körperlichen Mängel ausgeglichen. Die
ersten Ausbildungswochen finden ein starkes Interesse bei in- und ausländischen Beobachtern. Ihnen fällt der Ernst und die Hingabe der Rekruten auf. Das gilt selbst für die nicht besonders abwechslungsreichen, aber in einem bestimmten Ausmaß doch notwendigen Grundübungen. Dritte Gruppe, Stiegsand! Ohne Tritt, Marsch! Bald nach den Freiwilligen treffen die amerikanischen Einweiser in den Lagern ein. Sie sollen die Soldaten mit den aus den Vereinigten Staaten kommenden neuen Waffen vertraut machen. Ihre Armbinden bezeichnen ihren Auftrag. German Training Advisory Group. Deutsche Einweisergruppe. Der erste Besuch des Verteidigungsministers bei den Lehreinheiten in Andernach am 13. Januar ist zugleich eine Rückschau auf zwei inzwischen vergangene Arbeitswochen. Altgediente Freiwillige sind im Ehrenzug angetreten. Feierliche Flaggenhissung. Neben dem Verteidigungsminister Generalleutnant Heusinger, der Vorsitzende des Führungsrates im Verteidigungsministerium, und Generalmajor Legeler, der Leiter der Abteilung Heer. Zum ersten Male seit dem Einrücken der Freiwilligen in die neuen Standorte sind die Soldaten der Lehrkompanie in Andernach vor dem Verteidigungsminister angetreten, um von mir als freiwillige Soldaten verpflichtet zu werden und ihre Ernennungsurkunden entgegenzunehmen. Unter ihnen sind zum ersten Mal Freiwillige des Heeres, die noch nicht Soldat waren. Mit ihrer Verpflichtung hat die Bundesrepublik einen weiteren entscheidenden Schritt auf dem Wege getan, den ihr die eingegangenen Verträge zur Sicherung der freiheitlichen... Und weiter führte der Minister aus. Das bedeutet aber auch, dass sie als Bürger unseres Staates respektiert werden und in allen Grenzen, die die soldatische Ausbildung verlangt, das Gefühl haben, dass sie freie Männer sind und dass es sich lohnt, die Freiheit zu verteidigen. Geben Sie uns Ihre Bereitschaft mitzutun und wir werden Ihnen mit allem Vertrauen entgegenkommen und wir werden zusammen wieder jenes saubere und intakte Soldatentum aufrichten, auf das das deutsche Volk in der Vergangenheit mit Recht stolz war und stolz sein durfte. Ihnen aber, meine Herren, die Sie von jetzt an sich als Vorgesetzte unserer jungen Kameraden annehmen werden, die Sie mit Ihnen zusammen den Auftrag erfüllen sollen, den unsere Zeit stellt. Ihnen darf ich sagen, dass mit unserer Jugend das kostbarste Gut unseres Volkes in Ihre Hand gegeben ist. Minister Blank überreicht die Ernennungsurkunden. Generalleutnant Heusinger, Generalmajor Legeler und Brigadegeneral Müller-Hildebrand beglückwünschen die neu ernannten Soldaten. Nach altem Soldatenbrauch grüßt der Musikzug die Gäste mit einem Standkonzert. Freiwilligen, die amerikanischen Einweiser und mitten unter ihnen der Minister nehmen gemeinsam das Mittagsmahl ein. Oberstabsfeldwebel Otto Best, der Lagerkoch, legt seinem höchsten Dienstvorgesetzten das Küchenbuch vor. Ebenso wie in Andernach läuft auch in Wilhelmshaven die Grundausbildung an. Bei 18 Grad Kälte braucht Bewegung nicht besonders befohlen zu werden. K.
Knapp 130 Mann stark ist die erste Lehrkompanie der neuen Marine. Korvettenkapitän Reschke, U-Bootskommandant im Zweiten Weltkrieg, leitet die Ausbildung. Er kommt aus der Bewährung im Wirtschaftsleben, wie fast alle verantwortlichen Soldaten der Bundeswehr. Dies ist ein besonderer Vorteil für den Aufbau der neuen Armee. Seemannschaft nennt die Marine den praktischen Dienst an Tampen und Riemen. Vorbereitung auf den von allen ersehnten Tag, an dem die Matrosen zum ersten Male wieder Schiffsplanken unter den Füßen haben werden. Vorläufig ist das alles. 4 Kutter und 2 Verkehrsboote. Dennoch wachsen die Matrosen in ihre Aufgaben hinein, wobei die Anforderungen sich langsam steigern. Während in den Lehrkompanien an der Grundausbildung gearbeitet wird, ist der Nachschub an militärischen Geräten aus Übersee angelaufen. Der amerikanische Flugzeugträger Corregidor in Bremerhaven. Er bringt Hubschrauber. Sie sind für Luftwaffentransportverbände bestimmt. Zu ihnen werden auch deutsche Geschwader gehören. In einem Abkommen mit der Bundesrepublik haben sich die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichtet, die Ausstattung der Bundeswehr durch Lieferung von Waffen und Gerät modernster Bauart zu unterstützen. Die Ausrüstung stammt aus der laufenden Produktion und ist die gleiche, wie sie auch die anderen NATO-Verbände haben. Neben Flugzeugen und schweren Waffen gehören auch Panzer zu den Lieferungen des Waffenhilfsprogramms. Mehrere deutsche Panzerdivisionen sind aufzubauen und auszustatten. Panzer um Panzer kommt aus dem Bauch des Transporters. Leichter bringen sie zur Verladung. Von hier aus rollen die Panzer in die großen Depots und werden dort bereitgestellt, bis sie für die Lehrbataillone und Kaderdivisionen gebraucht werden. Bevor die Ausbildung am schweren Gerät beginnt, treffen die ersten Handfeuerwaffen in Andernach ein. Selbstverständlich nehmen amerikanische und deutsche Soldaten gebührend von diesem Ereignis Kenntnis.
Das ist die erste Waffenkiste. Ihre fast feierliche Öffnung sprengt den sachlichen Vorgang von Ablieferung und Annahme. Ein amerikanisches Schnellfeuergewehr für den deutschen Infanteristen. Der Leiter der amerikanischen Einweisergruppe, Major Schumacher, erklärt den Mechanismus. Aber auch hier Formulare. Bitte sehr. Sie sollten Mitte Kreuz anrichten. Jawohl. Nun kann die Waffenausbildung beginnen. Ihre Grundlage bleibt noch immer das Schießen mit dem Karabiner und dem Maschinengewehr. Die Beherrschung dieser klassischen Waffen der Infanterie wird von jedem Soldaten der Bundeswehr verlangt, wenn auch die Entwicklung neuer Heereswaffen rasche Fortschritte gemacht hat. Die Vierlingsflak auf einem Mannschaftstransportwagen ist ein Beispiel dafür. Das starke technische Interesse der jungen Soldaten überrascht die amerikanischen Einweiser. Den Altgedienten ist das Ofenrohr noch wohl vertraut. Die Amerikaner nennen diese Raketenwaffe Bazooka. Keine der uns bekannten Panzerungen ist ihr gewachsen. Die Ausbildung wird mit großer Sorgfalt betrieben. Bei allen Erfahrungen über. Wie sieht das Okular innen aus? Wie sieht das aus, Ärmler? Es hat ungefähr die Form des alten Fadenkreuzes und dabei sind die Querstriche unterbrochen. Amerikanische 10 cm und 15,5 cm Haubitzen, Kaliber, die von den ehemaligen deutschen Normen etwas abweichen, dienen zur Grundausbildung der Artilleristen. Gleich! Zum Feuer entkehrt! Vierte Ladung, Panzergranate! Halb links an der Tanne! Eine Pack! Bezeichnenderweise kamen die Richtkanoniere der Artillerie der früheren deutschen Armeen meist vom Lande. Zweifellos hängt dies mit der Ruhe und den guten Nerven zusammen, die der Artillerist braucht. Die künftige Bundeswehr ist voll motorisiert. Jeder ihrer Angehörigen wird seinen Platz auf einem Motorfahrzeug haben. Selbst der Infanterist, der Sandhase der Vergangenheit, muss heute mit der Technik vertraut sein. Ein einzelnes Infanteriebataillon der Bundeswehr besitzt etwa 100 Funksprechgeräte. Eine Panzerdivision besaß gegen Ende des Zweiten Weltkrieges etwa 400 Funksprechgeräte. Künftig wird sie über rund 3000 verfügen. Erstmal die Kugel hochwerfen, auffangen, ausbalancieren, ganz weit federn. Die immer stärker werdende Technisierung der Truppe fordert einen Ausgleich. Das geeignete Mittel hierzu ist der Leistungssport. Mit dem Sport, bewegt und freudig durchgeführt, befassen sich fachkundige militärische Lehrer. Los! Ja! Ganz, ganz zart die Linke raus! Linke! Deckung, 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 Deckung! Warte! Weiter! Und noch ein! Ja, Deckung nicht vergessen! Dienst und Freizeit ergänzen sich. Soldatenheime, das erste seiner Art in Andernach, schaffen in einer persönlichen Atmosphäre wirkliche Entspannung. Zu Begegnungen und Gesprächen. Diskussionen zwischen Soldaten und zivilen Gästen, hier sind es Leiter von Jugendgruppen, finden häufig statt. Die Themen reichen von der Frage, warum überhaupt Soldaten, bis zu Problemen, was ist Gehorsam oder hat der Staat überhaupt das Recht,
von seinen Bürgern den Waffendienst zu fordern. Soweit es möglich ist, wollen die Soldatenheime das Zuhause ersetzen. Die jungen und alten Soldaten sind inzwischen zu Gemeinschaften zusammengewachsen. Sie haben ihre Sorgen und ihre Freuden. Mahlzeit, die Herren. Mahlzeit. Na, ihr müden Krieger. Du Seppel, der Bart kommt ab. Hier steht's. Ach geh, der Minister hat's gesagt. Der Bart bleibt da. Merkt ihr's? Der Bart ist genehmigt. Na, wann hört denn das Theater mit deinem Bart endlich mal auf? Nie. Wo habt ihr denn eine Schere? Hier, schneid doch ab. Ja, da musst du früher aufstehen. Wisst ihr was? Na, was denn? Ich gehe jetzt in die Kantine. Meint der gefeite Schulte. Er war eine Zeit lang der meist fotografierte und der in der Presse am häufigsten diskutierte Soldat. So, los, jetzt komm raus. Ja? Bleib ich sehen. Im Dienst aber spielt die Geländeausbildung die erste Rolle. Härte gegen sich selbst und seelische Standfestigkeit bilden den kämpferischen Wert des Soldaten. Nur eine wirklich kriegstüchtige Truppe verhindert den Krieg, weil sie ein zu großes Risiko für jeden möglichen Angreifer bedeutet. Der Geländedienst erfordert den Einsatz des ganzen Mannes. Die erfahrenen Soldaten sind voll Anerkennung, wie schnell die jungen, ungedienten Freiwilligen es gelernt haben, sich im Gelände zurechtzufinden. Oberst Philipp, der Ausbildungsleiter der Andernacher Lehrkompanien, vermittelt den jungen Freiwilligen seine ganze Fronterfahrung. Beispiele überzeugen immer. Sie wissen, in welch psychologisch schwieriger Lage wir uns mit der Aufstellung der Bundeswehr befinden. Es darf uns nicht nur darauf ankommen, eine technisch erstklassige Truppe auszubilden. Zu dem intakten Soldatentum, das wir noch kennen, gehört auch die Rechte. Immer wieder ruft er seinen Offizieren ins Gedächtnis: Verwalten Sie die Ihnen gegebene Macht gerecht. Seien Sie aber auch besonders aufgeschlossene Berater Ihrer Männer in außerdienstlichen Dingen. Die Lage für unser heutiges Sandkastenspiel ist bekannt. Der Feind. Die Arbeit am Sandkasten unterstützt die Geländeausbildung. Aus der Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis ergeben sich ständig neue Erkenntnisse. Verteidigungsstellung bezogen und wir sind bis Adorf vorgekommen. Wir machen nun Folgendes: Wir schicken zwei Spätrupps los, um. Erste Übungen mit den Schlauchbooten. Die Pioniere sind nicht nur Brückenbauer. Auch in der Bundeswehr haben sie Kampfaufgaben zu erfüllen. Die Technik hat den Pionierdienst noch interessanter gestaltet. Sie macht aber den körperlichen Einsatz des einzelnen Soldaten nicht überflüssig. Den Abschluss und Höhepunkt der Schießausbildung bildet das Gefechtsschießen auf dem Übungsplatz. Gewöhnungsschießen mit dem Ofenrohr. Gewissenhaft machen die amerikanischen Einweiser die jungen Soldaten mit der Waffe vertraut. Die Übung mit scharfer Munition erfordert ganze Aufmerksamkeit. Feuer mit dem Granatwerfer. Kaltblütigkeit und Genauigkeit bringen diese Waffe zur vollen Wirkung.
Landsberg beginnt die Luftwaffe mit der Ausbildung von 30 Fluglehrern. Zur Auffrischung der fliegerischen Kenntnisse und für das Hineinwachsen in moderne technische Einzelheiten stehen den erfahrenen Flugzeugführern amerikanische Piloten zur Verfügung. Am sogenannten Link Trainer erfolgt die Blindflugschulung. Im Unterricht und im persönlichen Gespräch mit den Amerikanern lernen die deutschen Flugzeugführer die Funksprache der internationalen Fliegerei beherrschen, Englisch. Roger 246, Landsberg GCA, read you loud. Flugplan, Navigation und technische Einzelheiten werden vor dem Start genau behandelt. Disorientated in the area itself. You can always tune in that beacon on your radio compass. Okay. Do you have any questions on that? No, you can just come right around and enter traffic and come in and land. Dann stehen Schulmaschinen vom Typ Mark 4, langsam fliegende Propellermaschinen, als Übungsflugzeuge bereit. Und Landung. Bei jedem Wetter, an jedem Tag. Alle diese Übungen gelten ausschließlich der Vorbereitung zur Schulung in den Düsenjägern modernster Bauart. Die Luftwaffe wird die schnellsten und besten Maschinen erhalten, über die der Westen verfügt. Der große Augenblick ist gekommen. Zum ersten Mal starten deutsche Piloten im Düsentrainer. Erprobte Fachleute. Ehemaliger Gruppenkommandeur im Jagdgeschwader Richthofen der eine und ehemaliger Schlachtflieger der andere. Im Juli 1956 beginnen diese deutschen Fluglehrer mit der Ausbildung eigener Piloten der Bundeswehr. Bei den blauen Jungs muss es am Anfang noch ohne Motor gehen. Hart und schwer ist der Ausbildungsdienst nach bewährter seemännischer Erfahrung. Riemwey! Uwe!
Ruhe! 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 Diese Boote sind Einheiten des Seegrenzschutzes. Sie stoßen auch zur Marine der Bundeswehr. Der Seegrenzschutz bringt eine gute Ausbildung mit. Dazu kommt jahrelange Erfahrung mit kleinen, schnellen Schiffen. Bis das vom Parlament bewilligte Bauprogramm seine ersten Früchte trägt, wird auf diesen Schiffseinheiten in wechselweisem Einsatz die Ausbildung beginnen. Übung beendet. Dieser Befehl geht jetzt an alle Einheiten. Die Boote nehmen Heimatkurs. Panzerlehrbataillone bilden den Kern der deutschen Panzerdivisionen. Unter Leitung eines Oberstleutnants haben die ersten Fahrer und Spezialisten ihre Arbeit begonnen. Der Panzer ist das Kampfmittel einer beweglichen, durch kraftvolle Gegenstöße wirksamen Verteidigung. In Hitze und Lärm bewährt sich die Kameradschaft und technische Zusammenarbeit der Panzerbesatzung. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können, jeder weiß, wie viel von dem Einsatz seiner Waffe abhängen kann. Männer und Maschinen müssen zusammenwachsen. Alle Lehrkompanien der Bundeswehr sind nach Andernach zum Appell befohlen. Der Bundeskanzler hat die Soldaten hierher gerufen, um sie zu begrüßen und der Öffentlichkeit vorzustellen. Die bewaffnete Macht ist ein äußeres Kennzeichen des souveränen Staates. In der Demokratie ist der waffentragende Bürger ein Sinnbild politischen Verantwortungsbewusstseins. Herr Bundeskanzler, ich melde die Freiwilligen der Streitkräfte zur Begrüßung angetreten. Danke Ihnen, Herr General. Thank you.
seiner Ansprache betont Dr. Adenauer, dass die Eingliederung der Bundeswehr in die staatliche Ordnung die Bereitschaft der Allgemeinheit erfordere. Man müsse ehrlichen Bemühungen die Tore öffnen und dürfe den Soldaten nicht in eine verhängnisvolle Absonderung drängen. Der Soldat müsse nach mancherlei Missdeutungen und negativen Einflüssen der Vergangenheit wieder in seinem Wert anerkannt werden. Weiter führte der Bundeskanzler aus: Einziges Ziel der deutschen Wiederbewaffnung ist es, zur Erhaltung des Friedens beizutragen. Wir werden dieses Ziel erreicht haben, wenn die gemeinsame potenzielle Abwehrkraft der Verbündeten zu jedem Zeitpunkt ein zu großes Risiko für jeden möglichen Angreifer bedeutet. In einer solchen militärischen Stärke, die lediglich für unsere Verteidigung ausreicht, kann niemand eine Bedrohung erblicken. Soldaten, Sie stehen vor einer Aufgabe, die durch manche Schatten der Vergangenheit und Probleme der Gegenwart besonders schwierig ist. Die zeitliche Lücke von 10 Jahren bedeutet zugleich die einmalige Möglichkeit zu neuem Beginn, wie auch die Verpflichtung, in unermüdlicher Arbeit Versäumtes nachzuholen. Gehen Sie mit der Gewissheit an Ihre verantwortungsvolle Arbeit, dass Ihre Leistungen Anerkennung finden werden. Bewahren Sie sich ein frisches Herz und einen freien Sinn. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Dienst Ihnen Freude und innere Befriedigung geben möge. Stillgestanden! In Anwesenheit der Militärattachés verbündeter und befreundeter Mächte lässt sich der Bundeskanzler von deutschen Offizieren und Angehörigen der amerikanischen Einweisergruppe die aufgestellten Waffen erklären. Das Bild von dem Besuch des Bundeskanzlers bei den Lehrkompanien begegnet im militärischen Hauptquartier der NATO an der Anschlagtafel allgemeinem Interesse. Neben den Fahnen der atlantischen Nationen im NATO-Hauptquartier bei Paris wehen nun auch die deutschen Farben Schwarz-Rot-Gold. Angehörige der Bundeswehr arbeiten nun im internationalen Rahmen der weltweiten atlantischen Verteidigung. General Grünther, der Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, ist ein leidenschaftlicher Befürworter der europäischen Einigung. Immer wieder betont er in Ausführungen vor der Öffentlichkeit und, wie hier, vor Mitgliedern seines Stabes, wie notwendig der Einbau deutscher Abwehrkräfte in die europäische Verteidigung ist.
by maintaining such retaliatory and defensive power that the folly of an attack should be clear to an aggressor. Should we be attacked, however, our mission in this critically important central region would be to prevent the overrunning of any NATO territory. Nun möchte ich betonen, sagte General, dass es unser alleroberstes Ziel ist, einen Krieg zu verhindern. Dies ist uns bisher gelungen und wir wollen auch weiterhin den Krieg verhindern, indem wir so starke Kräfte für die Verteidigung und Vergeltungsschläge unterhalten, dass die Torheit eines Angriffes jedem Aggressor klar wird. Er erklärt weiter, der deutsche Verteidigungsbeitrag werde die atlantischen Mächte in die Lage versetzen, unser Gebiet wirksam zu verteidigen. Ich freue mich sehr über die Art, wie sich die deutschen Offiziere in Schäbstab eingefügt haben. Sie sind nicht nur ausgezeichnete Mitarbeiter, sondern haben auch schnell freundschaftlichen Kontakt gefunden. Hierdurch tragen sie dazu bei, unsere Einheit zu festigen. Und Einheit ist der wichtigste Faktor unserer Allianz. Zu den deutschen Offizieren, die der NATO-Oberkommandierende meint, gehören auch der nationale Vertreter der Bundesrepublik im Atlantischen Hauptquartier und seine Mitarbeiter. Sie arbeiten als deutsche Vertreter, gleichberechtigt in diesem Stabe zum Schutze der westlichen Welt. Vigilia pretium libertatis. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Diesen lateinischen Wahlspruch trägt jeder Stabsangehörige des Atlantischen Hauptquartiers auf dem Ärmelschild. Er steht als unsichtbare Mahnung über allen Einrichtungen der NATO. Eine der entscheidendsten von ihnen ist das Defense College, die Verteidigungsakademie in Paris. Sie dient der Ausbildung von zivilen Persönlichkeiten und Offizieren, die führende Stellungen in den NATO-Stäben und Behörden übernehmen sollen. Die NATO hat nicht nur militärische Aufgaben. Auch die Bundesrepublik entsendet regelmäßig ihre Abordnungen zu diesem Studium. Das Ziel der Akademie ist es, alle Fachkräfte der NATO-Führung auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Die Verteidigung Europas verbindet die europäischen Nationen. Der französische Marschall Juin, Befehlshaber des Oberkommandos Zentraleuropa in Fontainebleau, begrüßt Belgier, Holländer, Engländer, Amerikaner, Franzosen und Deutsche. Alle sind Angehörige seines Stabes. Ein Teil der Offiziere hat bereits im Defense College eine NATO-Ausbildung erhalten. Nach dem Abschreiten der Wache ein paar kameradschaftliche Worte mit den Offizieren seines Stabes und ein Gespräch mit dem Chef der deutschen Vertretung. Auch der französische Marschall ist auf seinem Platz, genauso wie der deutsche General, nur der Repräsentant einer übernationalen Verteidigungsgemeinschaft. Der Soldat ist ein Kind seines Volkes und kann nichts anderes sein als ein Spiegelbild dieser Gemeinschaft.
Er kann seine Aufgabe der Friedenssicherung nur wirksam erfüllen, wenn er vom Vertrauen dieses Volkes getragen wird. Die Bundeswehr muss zu einem selbstverständlichen Teil der staatlichen Ordnung werden. Ihre Aufgabe stellt ihr die politische Führung. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Dr. Jäger, CDU, und der stellvertretende Vorsitzende, Fritz Erler, SPD, informieren sich im Übungsgelände über die ersten Schritte der Bundeswehr. Der Verteidigungsausschuss des Bundestages vereinigt die Sachverständigen aller Parteien für Wehrfragen. Hier ist der Ort, wo in sachlichen Diskussionen die Vorarbeiten für das Parlament geleistet werden. Hier werden die Grundlagen für die Wehrgesetzgebung beraten bzw. geschaffen. Die letzte Entscheidung fällt das Plenum des Bundestages. In einer Demokratie trägt die politische Führung, wie für alle entscheidenden Fragen des staatlichen Lebens, auch für die Verteidigung die volle Verantwortung. Die ersten Soldaten sind nun bereit, ihre nächsten Aufgaben zu übernehmen. Zu ihnen treten noch viele Tausende, die gemeinsam mit unseren Verbündeten unsere Lebensordnung schützen.